Fans von Reality-TV-Formaten muss man Christina Dimitriou nicht mehr gesondert vorstellen. Seit Temptation Island, Ex on the Beach oder Couple Challenge gehört Christina zu den hottesten TV-Sternchen der Stunde. Im Januar 1992 kam Christina Dimitriou in Dortmund zur Welt, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte. Ihre Familie stammt aus Griechenland, genauer gesagt aus Egomentissa. Dorthin zog es Christina Dimitriou auch für 3 Jahre, nachdem sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolviert hatte und der Wunsch, sich stärker mit ihren griechischen Wurzeln auseinanderzusetzen, immer lauter wurde. Mit 21 Jahren kehrte Christina Dimitriou mit soliden Kenntnissen der griechischen Sprache und Berufserfahrungen als Beauty-Expertin zurück nach Deutschland. Bis zum Durchbruch in der deutschen Fernsehlandschaft sollte es jedoch noch einige Jahre dauern. In der Zwischenzeit kümmerte sich die Dortmunderin um ihr eigenes Aussehen. Als Beauty-Profi steht Christina Dimitriou offen dazu, dass ihre Schönheit nicht ganz natürlich ist. Das TV-Sternchen macht keinen Hehl daraus, dass Brüste und Nase chirurgisch verschönert wurden. Aufgespritzte Lippen gehören seit ihrem 25. Lebensjahr ebenso zu ihrem Schönheitsideal. Auch wenn so mancher Instagram-Fan der TV-Beauty mit der Schlauchboot-Optik nicht sonderlich viel anfangen kann. Einem scheint Christina Dimitriou's Look jedoch zu gefallen. Die Rede ist von Alexander Petrovic, dem Freund von Christina Dimitriou. Im November 2020 machte Christina Dimitriou ihre Beziehung zu ihrem Freund Alexander Petrovic offiziell und zeigte sich mit ihrem Alex erstmals verschmust bei Instagram. Die neue Liebe zu Alex Petrovic dürfte Christina Dimitriou über die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Salvatore Vassallo hinweggeholfen haben. Die On-Off-Beziehung scheiterte nach 18 Monaten endgültig, nachdem das Paar bei Temptation Island Versuchung im Paradies teilnahm. Doch das Liebesaus bedeutete für Christina Dimitriou gleichzeitig den geglückten Sprung ins Fernsehen. Nach weiteren TV-Auftritten, beispielsweise bei Ex on the Beach und Couple Challenge, bahnt sich für Christina Anfang 2021 die nächste Chance an. Die Blondine ist mit 11 anderen Promis in der RTL-Produktion Ich bin ein Star, die große Dschungelshow dabei, die 2021 das reguläre Dschungelcamp ersetzt. Und selbst wenn es mit dem Sieg bei der Dschungelshow nicht klappen sollte, Christina Dimitriou bastelt bereits eifrig an Zukunftsplänen. Um bald ein eigenes Kosmetikstudio eröffnen zu können, büffelt die TV-Beauty bereits eifrig für Weiterbildungen, um bald als Unternehmerin durchstarten zu können. Zu guter Letzt darf sich Christina Dimitriou zum erlauchten Kreis erfolgreicher Influencer zählen. Vor der ersten Dschungelshow hatte sie immerhin schon knapp 65.000 Instagram-Follower vorzuweisen. Was vielleicht nicht jeder ahnt, der die griechischstämmige Beauty und ihre große Klappe im TV erlebt, Christina kämpft seit ihrer Jugend gegen eine heimtückische Krankheit. Als sie 14 Jahre alt war, bekam sie die Diagnose Multiple Sklerose.